Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt auf Nintendo Switch. Und ich habe mal eine Frage an euch. Ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen, soll ich euch weiterhin mit ihr Lieben ansprechen oder lieber was Persönlicheres? Wie zum Beispiel ihr Flöhe oder so. Oder habt ihr kreative Vorschläge? Dann schreibt sie auch bitte einfach in die Kommentare. Ich bin für alles offen. Und ich freue mich zu lesen, was ihr davon haltet. Beziehungsweise werde ich es wahrscheinlich versuchen, da oben einzublenden. Und ihr könnt da oben dann abstimmen. So. Ich muss mal gucken, warum ich jetzt nichts höre. Ihr hört schon was, ich höre aber nichts. Muss mal gucken, vielleicht habe ich das Headset aus Versehen ausgeschaltet. Ah, es hat einfach die Verbindung verloren. Warum auch immer. Da ist Lugos der Irre. Hallo? Freya, unsere Mutter. Möge die See die Verräter holen. Freya, unsere Herrin. Darf ich kurz stören? Das hast du bereits. Was gibt's? Irgendjemand hat eines der Metfässer mit Blut und einem Kraut oder Pilz verunreinigt. Ceres meinte... Gib mal das Horn her. Ich kenne diesen Geruch. Ein Pilz. Mördrömme. Hat das irgendwas mit Berserkern zu tun? Haben Mördrömme denn irgendwas mit Berserkern zu tun? Ja, aber nur in den Geschichten, die wir unseren Kindern erzählen. Darin heißt es, dass Krieger, die Mördrömme essen, sich im Kampfrausch in Monster verwandeln. Aber wie gesagt, das sind nur... Legenden, ich weiß. Aber es fällt mir leichter, an sowas zu glauben, als an irgendwelche Bären, die aus dem Nichts auftauchen. Ceres hat recht, du kennst dich mit Pilzen aus. Ceres hat nicht gelogen. Du weißt gut über Pilze Bescheid. Das tue ich. Besonders wenn sie den Geist beeinflussen, ihn beruhigen, Wachträume hervorrufen. Udalric hat viele Jahre gelitten. Ich habe versucht, ihm irgendwie zu helfen. Zuerst mit Beten, dann mit Mohnmilch. Aber inzwischen ist er davon los, oder? So schnell geht das nicht. Aber wir werden es ihm abgewöhnen. Mördrömme? Noch nie gehört. Mördrömme? Nie gehört. Ihr auf dem Festland habt einen anderen Namen dafür. Psilocybin, glaube ich. Richtig. Bauern nehmen ihn, um Schmerzen zu lindern. Das hat Udalric auch getan. Aber nur ein paar Mal. In großen Dosen rufen Psilocybin-Pilze Visionen und Albträume hervor. Ja, das Letzte, wovon Udalric noch mehr gebrauchen konnte. Danke für deine Hilfe. Das ist aber sehr Blut streng mit dem... Mördrömme. Das Aroma von Menschenfleisch und einer Substanz, die Visionen hervorruft. Das könnte den Anfall verursacht haben. Vielleicht sogar die Verwandlung. Kann sein. Unwahrscheinlich, dass der Met erst in der Halle manipuliert wurde, vor so vielen Zeugen. Das stimmt. Ich habe bei den Vorbereitungen geholfen. Das wäre mir aufgefallen. Vielleicht ist es passiert, bevor die Getränke nach oben gebracht wurden. Im Keller. Komm, vielleicht finden wir dort ein paar Hinweise. Moment. Fortfahren. So. Dann gehen wir jetzt in den Keller. Wir müssen die Verräter schleunigst finden. Sonst nehmen die Krieger die Sache in die Hand. In der Burg herrscht schon genug Aufregung. Glaubst du, sie würden Krach offen angreifen? Meinen Vater oder sich gegenseitig. Alte Skelliger Tradition. Wir hatten schon lange keinen Bürgerkrieg mehr. Ah ja. Es wird wieder Zeit, ja? Früher gab es auf den Inseln kaum. Ich wusste, es gibt Ärger. Es war alles viel zu ruhig. Seltsam. Das hat Arnwald auch gesagt. Dass auf guten Festen nicht nur Met fließen muss, sondern auch Blut. Der Wunsch ist ihm erfüllt worden.
Also eine dicke Sause hätte es mir auch getan. Aber okay. Mondscherben, Salpeter, Alkohol, Tabak, Pfeife und ich hoffe wirklich, dass Schalmer etwas Sinnvolles macht und nicht nur auf einen Kampf aus ist. Entspann dich. Dein Bruder ist ungestüm, nicht dumm. Alkohol. Alkohol und Oliven. Wir bewahren den Alkohol am anderen Ende des Kellers auf. Komm, ich zeige es dir. Oh, der Gestank. Ist das Wodka? Mahakama-Schnaps. Da hat jemand mehrere vorzügliche Fässer ruiniert. Da bin ich aber froh. Dieser Met ist in Ordnung. Was ist mit dem Met? Hier ist auch nichts. Ach, guck mal, da ist noch ein. Blut und Pilze. Meinst du, wir finden raus, wo dieses Fass herkam? Sieht anders aus. Was zum... Scheiße. Der Schnaps! Noch ein Ausgang hinter den Fässern. Sie sind zu schwer. Die kriegen wir nicht weg. Ja, Gerard läuft vor. Durch. Nee. Bei lebendigem Leibe verbrennen können. Da legt aber jemand großen Wert darauf, dass wir die Nachforschungen einstellen. Ja. Ist das ein Geheimgang? Nicht geheim, eher kaum benutzt. Als Hjalmar und ich noch klein waren, haben wir hier gespielt. Einmal, ach, die Vergangenheit. Einmal, ach, die Vergangenheit. Ah ja, genau das. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Geh du schon mal vor. Ich zieh mal hier Kraft aus. Ein Punkt. Ein guter Punkt. So, ich habe 3 zur Verfügung. So. Und jetzt. Kommt was richtig Tolles. Denn. Machen wir es jetzt für voll. Und dann können wir die nächste Seite freischalten. Und dann können wir wirbeln. Yay! So. Noch was Pilze unterwegs mitnehmen. Brandstifter erwische. Mal überlegen. Er musste den gleichen Eingang wie wir benutzen. Ob er Spuren hinterlassen hat? Vielleicht. Als die Tür zuschlug und das Feuer ausbrach, hast du da auch eine Flasche bersten hören? Nein, aber ich habe auch nicht die Sinne eines Hexers. Du hörst ja bestimmt das Haar auf meinem Kopf wachsen. Ich versuche nicht zu lauschen. Komm, wir sollten den Eingang untersuchen. Reiß dich zusammen. Ist das nicht nett? Kann ja ein bisschen was mitnehmen. Kohle, Eisenerz, Alkohol. Paste, Alchemistenpulver, Alkohol, ein Buch, das ich schon gelesen habe. Hanf, Kohle, Glyphe, Leder. Ich bin voll.
Ralf, wohl spitzwegerisch. Noch mehr Alkohol. Amethyst. So, und wir gehen auf Spurensuche. Da hinten ist was. Da ist jemand durch den Met gelaufen. Bessere Spuren gibt es nicht. Klebrig vom Met. Na, bessere Spuren gibt's nicht. Die Spur bricht ab. Wir müssen einen anderen Hinweis finden, dem wir folgen können. Er muss gemerkt haben, dass sie gerissen ist, aber er war in Eile. Was ist das? Ein Stück Stoff. Das gibt es doch nicht. Was denn? Anwaltstunika. Nur er trägt sowas. Bist du sicher? Ich habe ihn in der Haupthalle mit den Bediensteten gesehen. Los! Fange Arnwald. Schau, da ist er. Nimm dir ein Pferd. Wir reiten ihm nach. Lauf, Plätze. Stopp, verdammt! Er wird nicht auf dich hören. Wenn ich den erwische! Du hast keine Chance! Das werden wir ja sehen! Ha! Erwischt? Warum hast du sie verraten? Rede, oder ich beende es. Kein Ankreid sollte jemals auf Skelliges Thron sitzen. Ich kenne euch besser als jeder andere. Ihr seid heißblütig, unverantwortlich. Skellige braucht Stabilität. Einen starken König. Keinen, wie ihn die betrunkenen Jarls wählen. Interessant. Das höre ich von dir zum ersten Mal. Aber ich weiß, wer genau das Gleiche sagt. Es ist Birna Bran, nicht wahr? Du warst nie ein guter Lügner, Arnwald. Warum hat Birna das getan? Warum hat sie das getan? Das ist doch klar. Sie wollte die anderen Thronanwärter loswerden und dabei unseren Clan in Verruf bringen. Wenn sie Erfolg gehabt hätte, wäre Svanrig der einzige verbliebene Anwärter auf Skelliges Thron gewesen. Wir brauchen einen Beweis. Wir brauchen einen Beweis. Unser Wort gegen Birnas, das reicht nicht. Anwalt, hilf uns, dann wird Vater dir einen ehrenhaften Tod gewähren. Dafür sorge ich. Ich habe Briefe von ihr. Mit Anweisungen, wie der Met zu vergiften ist. Aber sie hat nicht unterschrieben und es gibt kein Siegel. Wird das reichen? Muss es. Wir sollten nicht zögern. Zeit, die Jarls zu versammeln. Ja, es muss. Ich habe die Jarls im Rat versammelt, wie du verlangtest, Ceres Ankreid. Du behauptest zu wissen, wer hinter dem Massaker von Kaer Trolde steckt. Also sprich, das Blut der Söhne und Töchter Skelliges, wessen Hand befleckt es? Die von Birna Bran. Die Kleine ist verrückt. Denkst du, dass dir jemand glaubt? Du hast veranlasst, dass dem Berserker ein vergifteter Met serviert wurde. Wie bitte? Ich befehlige doch nicht die Dienerschaft von Kaer Trolde. Dein Vater hat das Fest ausgerichtet und die Gäste versammelt. Da ist was dran. Hast du einen Beweis für deine Anschuldigung? Ich habe sogar einen Zeugen. Arnwald? Ceres spricht die Wahrheit.
Birna hat mir befohlen, den Met zu vergiften, als Ceres und der Hexer in den Keller gingen. Du hast uns verraten? Den Clan, der dich aufgenommen hat? Gute Leute, das ist ein Diener der Ankret, ein Lakai. Er sagt, was man ihm zu sagen befiehlt. Er würde lügen, selbst wenn es ihn den Kopf kosten sollte. Birna sagt die Wahrheit. Arnwald dient auf Kehr Trolde, seit ich denken kann. Treu wie ein Hund. Noch nicht so treu. Ich kann für das bürgen, was Ceres sagt. Ich bürge für Ceres. Sie sagt die Wahrheit. Du? Noch ein Lakai der Ankret? Hat Ceres dich geködert? Ich kann mir schon vorstellen, wie. Oder hat Krach dich bezahlt, damit du meinen Namen besudelst? Was hast du gesagt? Ich bitte um Ruhe. Nach dem, was ich auf Speaker Row gesehen habe, vertraue ich dem Hexer. Mehr als dir. Das Recht hast du, aber das ist kein Beweis für meine Schuld. Es gibt einen anderen Beweis. Ich habe noch einen Beweis. Einen Brief von Birna an Arnwald. Mit Anweisungen, wie der Met zu präparieren ist. Der trägt weder meine Unterschrift noch mein Siegel. Aber das Pergament ist von Parfüm durchdrungen. Der Duft ist sehr stark. Man kann ihn immer noch riechen. Das soll dein Beweis sein, Mädchen? Das nennst du einen Beleg für meinen angeblichen Verrat? Wie amüsant. Birna hat recht, Ceres. Das ist ein bisschen mager als Beweis für ein Verbrechen. Leider hat dein Bruder Chalmar auch noch nichts gefunden, was die Familienehre wiederherstellen könnte. Uns bleibt nur noch eins. Holger, Lugos, es ist Zeit, dass wir diese verdammte Burg verlassen. Kommt, wir müssen die Strafe für den Clan an Kret bestimmen. Ihr macht einen großen Fehler. Ihr macht einen riesengroßen Fehler. Sei still, Streuner! Halt! Mutter! Du hast mich vor dem Fest aus der Halle geschickt. Warum? Sohn, nicht jetzt. Warum hast du das getan? Wie konntest du es wissen? Wie? Du schweigst also. Ihr habt Ceres nicht geglaubt. Ihr habt dem Hexer nicht geglaubt. Aber ihr müsst einem Sohn glauben, der die eigene Mutter beschuldigt. Das Massaker war ihr Werk. Sie hat Schande über sich gebracht, über mich, über die Familie, den Clan. Swanrig, ich habe es für dich getan. Nur für dich. Du bekennst also die Tat. Als Ältester der Jarls wasche ich den Namen des Clans an Kret rein. Und dich, Birna, verurteile ich zum Tode. Du sollst an einen Felsen gekettet Hunger und Durstes sterben. Und die Seevögel sollen deine Überreste fressen. Und das nur, damit ihr Sohn auf dem Thron sitzt. Tja, also die Frau konnte definitiv Prioritäten setzen. Birna war machthungrig, das wusste ich. Aber dass er ein solches Verbrechen begehen würde. Und Swanrig, was wird aus ihm? Er wird seine Heimat verlieren. Seinen Namen, seine Ehre. Er wird das Exil wählen. Oder den Tod. Genug. Was immer kommen mag, wir müssen durchhalten. Danke dir, Geralt. Erneut. Das ist nicht nötig. Genug der Bescheidenheit. Dies ist ein Land der Helden. Das soll dich daran erinnern. Und jetzt reite ich nach Gedinate, zur Ratsversammlung der Jarls. Es ist an der Zeit, einen König zu wählen. Und was denkst du? Wer wird gewählt? Komm mit, dann erfährst du es. Es kann sein, dass alle auf dein Urteil hören. Sehr gern. Ich habe ein Pferd im Rennen. Das darf ich mir nicht entgehen lassen. Wie ich's mir dachte. Gut, brechen wir auf. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann lasst mir gerne ein Abo da. Wir kommen genau richtig. Sie haben schon angefangen.
ist nicht lange her, da gaben wir König Bram dem Meer zurück. Nun endet unsere Trauer. Heute, mit der Gnade der Götter und Clans, erhält eine neue Herrscherin die Krone. Schwören wir ihr die Treue. Und schon ist sie unter Saal gerutscht. Ich weiß, manche sehen hier lieber jemand anderen. Ich danke allen, die mir zur Seite standen. Hier, unter der heiligen Eiche, schwöre ich, allen eine gute Königin zu sein. Ich möchte für Frieden und Reichtum in Skellige sorgen. Gemeinsam mit euch werden wir diesen Traum verwirklichen. Zerriss! Zerriss! Wie gesagt, im Endeffekt habt ihr es in der Hand, wer nachher auf dem Thron sitzt. Was bringt dich her? Was hältst du von Skelligets neuen Herrscher? Was hältst du von Skelligets neuem Herrscher? Der Bessere hat gewonnen. Noch. Leb wohl. So einfach geht das, ne? Das ist gut. Niemand. Lang lebe Terris, die neue Königin von Skellige! Für den Ruhm der Inseln! Ach, da ist er ja. Können wir reden? Was hältst du von dem neuen Herrscher von Skellige? Was sagen die Druiden vom neuen Herrscher von Skellige? Ankret-Blut ist gutes Blut. Und doch ist Cerys die erste Frau, die Skellige regiert. Nicht alle sind darüber erfreut? Es gibt in Skellige 7 Clans. Jeder wünscht sich einen König aus seinen Reihen. Aber Cerys macht das schon. Sie ist nicht so impulsiv wie Chalmo. Denkt zuerst, handelt dann. Und mit Krach als Ratgeber hat sie beste Chancen, eine gute Königin zu werden. Bist du jetzt der Hierophant? Du bist jetzt Hierophant. Gratulation. Danke. Der Skellige-Kreis hat mich schon vor Jahren ausgewählt, als die alten Streitigkeiten zwischen den Clans wieder ausbrachen. Der Beruf ist also hauptsächlich politischer Natur? Ja, aber das macht mir nichts. Die Druiden wandeln seit undenklichen Zeiten zwischen den Clans und halten die endlosen Fäden im Zaum. Die Pflege des Gleichgewichts ist nicht nur die Forellenbevölkerung in Flüssen zu kontrollieren. Wir haben Glück, dass die Jarls uns immer als Ratgeber geschätzt haben. Auf Wiedersehen. Mach's gut. So, wir machen hier nämlich einen Cut. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Abo da. Und wir hören und sehen uns dann im nächsten Video wieder. Eure Florinda. Bye.